Jo, hi und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Hexit. Heute auch nochmal alleine. Der Spielpirat mit Exterior hat es eben halt noch nicht geklappt heute. Aber das ist egal. So, ich hatte auch nochmal irgendwie gehört, dass hier auf jeden Fall noch irgendwas sein soll. Zumindest sagte man hier hinter irgendeinem, weiß ich was. Aber ich habe hier, wie gesagt, wir haben hier nichts gefunden. Hier ist nichts. Da war nichts, da wird nichts sein und, wäre schön, wenn man hier nochmal irgendwo so eine versteckte Kiste finden würde. Die Frage ist, ob die wirklich so versteckt wären. Ja, naja. Gut, da haben wir jetzt auch Holz gefunden, aber brauchten wir eigentlich auch nicht mehr. Alles klar. Dann nehmen wir doch nochmal ganz kurz ein schickes Bett mit. Tada! Alles klar. Ich hatte leider keine Dings gehabt hier. Wie viel Gold habe ich denn noch gefunden? Wie viel waren das? Achtmal. Ich brauchte ein bisschen mehr. Ich hatte leider keine Spitzhacke mehr gehabt. Dann würde ich doch vorschlagen, genau, nehmen wir uns einfach mal einen Ofen mit, wenn wir noch mal einmal irgendwo was finden. Genau. Passt mal auf, Kinder. Freunde der Sonne. Wir machen uns hiervon eine, bauen eben gerade den Ofen hier noch mal ab und dann besorgen wir uns den Rest an Materialien. Okay. Das ging nämlich hier durch. Da hinten war ja der erste Turm, der uns glücklich machte. Okay. Nicht da langlaufen. Nicht haken. Okay. Eisen. Da oben war doch schon Eisen. Wenn ich schon mal Eisen brauche, dann nehme ich doch auch Eisen mit. Zack, zack. Und dann stellen wir mal ganz kurz den Ofen hier auf. Packen hier mal gerade ein bisschen was rein. Guck mal, da war doch noch irgendwo Eisen, oder? Genau. Dann schnappen wir uns nochmal das restliche Erzgelump. Und dann können wir uns auf jeden Fall mal ganz bequem hier was craften. Bauen wir die auch nochmal auf. Und dann kriegen wir auch Gold abgebaut. So soll es nämlich sein. Guck mal. Da haben wir schon genug. Und dann. Gebede, hab ich sie. Ich wollte sie. Ich habe sie. Ich nehme sie. So wie es sich gehört. Okay. Ich könnte mal überlegen, ob ich wenigstens mir noch mal eine Axt mache. Nur für den Fall der Fälle, dass ich eine bräuchte. Wieso hier? Zack. Okay. Es ist jetzt urzeitmäßig. Ja. Ja, die Sonne steht am Horizont noch ein bisschen hoch, aber nicht ganz so weit mehr. Hier war dieser blöde, verkackte Weg, den man irgendwie mehr springen musste als alles andere. So, und dann hauen wir mal hier rüber. Und dann suchen wir uns nochmal Gold. Und das ist gar nicht so weit weg. Kann man nämlich das hier gleich nehmen. Und dann kriegen wir unsere Boots heute fertig. Yeah, Mann. Ist natürlich extrem viel, was wir an Gold brauchen. Kann man natürlich dann gucken, dass wir noch mehr finden. Ja, geht es jetzt so schnell unter oder ist es einfach nur, weil wir jetzt hier im Schatten der Berge stehen? Es ist real life, oder? Es ist wirklich krass. Mal so im Schatten. Ach, da kann es noch Tag sein, aber man hat schon so. Also ich meine, Real Life habe ich keine Angst, dass mir ein Monster irgendwo jetzt gerade hinter mir herläuft oder irgendwas in der Richtung. Aber ein rarer Gegner aus dem Weltall ist jetzt eher selten der Fall. Ja, da musst du schon irgendwo, glaube ich, hier in der Nervenheilanstalt in der Nähe gewesen sein. So einen haben wir hier auch in Berlin, natürlich. Mehrere. Karl Bonhoeffer Nervenklinik, habe ich mal Schiss gehabt. Wenn ich gehört habe, irgendwie einer ist ausgebrochen oder so aus der geschlossenen. Brrr. Ja, da wollte man gar nicht mit der S-Bahn da langfahren irgendwo. Aber naja, gut. Das sind Kindheitsdinger, Bumster. Guck mal, wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Wäre es Zeit zum Schlafen gehen? Ja, eigentlich schon bald, oder? So. Die Frage ist, wann ist bald? So ein bisschen. Warum habe ich jetzt hier aber noch Sonne? Verstehe ich nicht. Komm, pass mal auf. Pack hier im Bett hin. Ich schlafe heute einfach mal tagsüber. Und gut ist, guck mir der Mond noch an. Nicht warnen, Alter. Ich hab nichts getan. Ist alles in Ordnung hier? Alles in Ordnung? Nö. Ich mag nicht mehr. Okay. Gut, lassen wir den ganzen Dreck hier. Ich will diese Boots haben. Ja, wenn die wirklich so einfach sind, dann kann uns da nicht mehr viel passieren. Guck mal, Tintensäcke.
Hier haben schon wieder irgendwelche Tintenfische Harakiri begangen, sich ihr eigene Samurai-Schwerte durch die Gedärme gedrängt. Oh, okay, da war finster, aber egal. Irgendwas muss man ja reden. Die Boots, die Boots. Bei dir wäre es cool, wenn man dann so aus dem Turm auch rausspringen könnte in aller letzten Minute. 5000 Jahre, Lichtjahre runterfällt und dann sagt, Bäm, Alter, ich bin unten heilfrei. Quatsch. Heile angekommen. So, Gold, Gold, Gold. Och, guck mal, wie viel Gold, wie viel. Guck mal, ich mache hier Hälfte. Hälfte Gold und hier auch nochmal Hälfte Gold und Kohle kriegst du auch nochmal was. Und hier, ich verteile es unter den Armen. Git. Wir brauchen jede Menge. Wo war denn? Alter, könnt ihr mal aufhören, die Türen auf und zu machen? Wirklich, es ist total lästig. Aber sowas von? Klick auf, klick zu, klick auf, klick zu. Oh. Ich bin nicht genervt, nein. Nur ich spreche die Wahrheit aus. Quatsch, das war das Falsche. Kann ja keiner wetten, dass hier so ein bisschen geklickt wird hier. So, okay. Die überlebt. De. Ne. De. 4. So, glaube ich zumindest, dass es so richtig war. Guck mal hier. Und guck mal da. Und jetzt. Bitte. Goldene Federn. 4 Stück. Und wenn ich die jetzt so verteile. Bitte, 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 bitte. Cloud Boots. Ich glaube, ich habe Cloud Boots. Cloud Boots. Wollen wir mal gucken gehen, was das heißt? Wuhu! Alter, macht das Fun? Das macht mal so richtig Hammer Spaß. Genau so muss man fliegen können, oder, Alter? Schwede. Das ist geil. Diese Boots, weiß ich gar nicht, ob die sich verbrauchen, aber kann man die auch verzaubern? Wow. Wie wäre es denn hier mit, lohnt sich das hier? Unbreakable oder sowas in der Richtung? Wow, okay. Federfall ist natürlich hier total angebracht, definitiv. So. Ich guck gerade mal noch, was man hier irgendwie. Ach, was ist denn Afterlife? ETF? Guck mal, ich mach das hier nochmal. Kann man das noch hoch? Okay. Möchte einfach mal raus. Hab hoffentlich mal so Oberboots. Sieht total scheiße aus, aber egal. Und wo ist mein Dir? Warte, 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 warte. Ich hatte doch noch ein bisschen viel hier drin gehabt, war. So, packen wir das mal aus. Nein, packen wir mal aus hier alles. Ja, kriegen wir ja alles gar nicht weg. Kriegen wir alles gar nicht weg hier. Ist ja kacke. Weil. Ich würde natürlich gerne jetzt schon nach nebenan. Nach nebenan heißt übrigens, nein, nicht in den Streichelzoo, sondern ich würde gerne in die Dings da. In die City wollte ich schon sagen, genau. Guck mal, packen wir das hier mal raus. Zack, zack, zack. Ach, guck mal, eine goldene Feder. Das war eine angebrochene. Ich glaube, mit der kann man nicht so viel tun. Die, pass auf, die Holy Shit Handgranate nämlich einfach mit. Man weiß nie, was einen da drüben erwartet, oder? So. Gucken wir mal, genau. Was können wir noch hier so rausnehmen? Puh. Nee, komm, die lasse ich mal noch drinne. Und pack hier nochmal was raus. Zack, zack. Zack, zack. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Kisten hier. Das nervt mich jetzt ein bisschen schon, dass wir einfach zu wenig Platz haben. Platz. Aber egal. Und dann gucken wir nochmal in dem Rucksackchen nach. Oh ja, hier haben wir viel, aber. Pff. Ja, ich kann es hier nirgendwo lassen. Ja, dann muss ich den Rucksack da reinpacken, oder? Haben wir noch einen anderen Rucksack hier? Nee. Aber ich kann mir einen machen. So. Bam, bam, bam. Pack. Haben wir noch einen Rucksack? Und dann ist gut. Genau. Machen wir noch einen Rucksack. Weil ich es kann. Zack, zack, zack. Sogar zwei. Und dann haben wir genug, falls wir noch irgendwas brauchen, würde ich sagen. Ja. Und dann nehmen wir jetzt mal den hässlichen Diamanten hier. Und suchen uns.
muss mich daran gewöhnen, dass ich hier gerade fliege wie ein Idiot. Tada! Da hinten war der Brunnen gewesen. Jetzt waren wir uns auf. So, wir haben hier. Kann ich ihn jetzt schon reinschmeißen? Echt jetzt? Nee. Okay. So, wir haben also normale Blumen. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass ich jetzt. Keine Ahnung. Hier noch. Ey, Quatsch. Jetzt springe ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her wie ein Idiot. So. Das war auch falsch. Ach, wir haben nur unendlich was. Jetzt aber. Alter Scheiße. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Leute, wollen wir reingehen? Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Whee! Downloading Terrain. Achievement. Wir haben den Twilight Forest erforscht. Yes, Babe. Das Achievement habe ich sowieso noch nie so richtig erfolgt. Müsst ihr mal machen, um zu sehen, was man alles erreicht hat, was nicht. Mal gucken. Ich sehe gerade, meine Fenster sind gar nicht richtig zu. Alter, was denn hier für ein Himmel? Kann man hier pennen? Ich sehe ein Rentier. Ich will pennen. Gute Nacht. Ich habe gerade ein Rentier gesehen. Echt jetzt? Was ist denn für ein Himmel? Hallo? Nee. Kein Rentier, aber du bist ein Hirsch. Alte Scheiße, und Eichhörnchen. Wie geil. Und wie die rumrennen. Aber die Geräusche machen mich gerade ein bisschen irre. Und was ist das da oben? Hä? Was habe ich hier gerade? Hab ich? Nee. Alter, Leute. Na, übrigens, ich habe hier die gleiche Map anscheinend. Mach ich mal hier einfach Portal Twilight. Ach komm, leck mich doch. TL Forest. Forest? Forest? Schreibt mal mit. Ach du Scheiße. TF. Jetzt heißt gehen wir Forest mit einem oder mit. Bin ich bescheuert? Krass. Na, bevor ich jetzt falsch schreibe, mach ich so. Ich hab's eh rausgekriegt, weil ich mich sowieso dann sonst blamieren würde. Habe ich es gleich erstmal gegoogelt, wenn die Werbung. Wenn die Werbung. Wenn die Folge zu Ende ist. Bist du ein hässlicher Slime? Ja, du bist ein sehr hässlicher Schleim. Wow, 11 Schaden ist gut. Toll, dass du mir auch wieder Schaden machst. Na gut. Aber ich kann ja wenigstens diese andere komischen Dinger hier einsammeln. Was ist. Wer ist, wo ist. Ist es hier immer dunkel? Leute, hilft mir mal. Was bist du denn da? Putzig. Oh, ein Waldhäschen. Das ist hier wohl auch so eine Art Baum. Ich höre hier. Was? Ich höre wieder Monster. Boah, ich laufe total paranoiamäßig hier lang. Huh. Wo bin ich denn hier? Ey, Alter, spielt die hier Snake oder was macht die? Wow! 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 Du bist doch bescheuert! Naga? Alter, was? Was war das denn jetzt gerade? Never! Raus hier, wo ist mein. Oh, Alter, ich will einfach im Zweifel zurückspringen. Wo ist dieses? Hat es mich anvisiert? Wow! Kommt es jetzt von unten raus und will mich fressen? Ah, scheiße, Leute. Alter, was erwartet mich denn hier? Guck mal einmal in die Mauer und schon kommt so eine hässliche Snake-Schlange da raus. Das ist der ihr Terrarium. Terrarium, sag ich schon. Ihr Terrain. Krass, Mann. Kann ich mich blocken? Kann ich. Kann ich die abschießen? Jo, kann ich. Wow, 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 wow. Kann ich die erledigen mit dem Schwert? Alter, was macht ihr denn?
Boah, krass, 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 krass. Krass. Krass, macht die Schaden. Alter Scheiße. Wie muss ich die denn treffen? Wow. Oh, Alter. Boah. Oh, Alter, die macht hier alles kaputt. Die olle Ranzkuh. Oh, jetzt hakt es hier. Oh. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Lass mich hier weg. Oh. Ei. Krass. Kriege ich die von hier noch? Es ist ja heftig, weil man gar nicht weiß, wie man die irgendwie erreichen soll oder sowas. Ist ja mal Hammer. Dieses Viech. Naga. Ich würde sagen, ich weiß, wie die fucking Folge heißt hier. Was hängt denn da dran? Ein Glühwürmchen? Und die dumme Kuh lädt sich wieder auf. Alter, was für eine verkackte Mod ist die eigentlich? Oder aus welcher, weiß ich was hier. Krasse Kacke. Was mache ich natürlich? Muss wieder mit so einem blöden Ding mich hier konfrontieren lassen, echt. Und ich treffe die auch nicht. Muss ich die am Kopf treffen? Ach, die verliert. Die verliert irgendwie Teile, wa? Wenn ich sie treffe. Aber ich weiß nicht, wo ich sie treffen muss. Und warum buggt die gerade so? Kann ich sie nur innen drin treffen? Muss ich dafür in ihrem Terrain sein? Boah. Wahrscheinlich. Ich kann sie außerhalb gar nicht treffen. Ah, du darfst raus, oder was? Oh, Alter. Boah. Blöde Ranzkuh. Die darf raus und ich darf nicht raus, oder wie? Mal, ich treff dich. Blöde Kuh. Blöde Schlange. Ey Leute, es gibt eine Überfolge gerade hier. Ich muss jetzt eigentlich noch renovieren, Alter. Es ist schon wieder 24 Uhr. Boah. Ja, um 24 Uhr renoviert man auch. Ist die jetzt aggressiv oder was? Ich mach dich fertig. Blödes Ding. Bäm. Ich mach dich. Und wenn ich hier nochmal tausendmal reden muss. Boah, ist die schnell. Ist die schnell? Boah, Alter, die macht mich fertig. Auf den letzten Meter. Ich krieg die Krise. Alter, ich spring hier mit meinem blöden, verkackten Boot. Yes, Babe! Ich hab sie erledigt, Alter. So sieht's aus, Mann. Was bist du denn? Echt jetzt ein Rabe? Krasse Scheiße. Jo, Leute. Das habe ich geschafft. Nee. Das hat der Pirat. Was bist du eigentlich? Ich will dich gar nicht angreifen. Ich habe da viel zu viel Schiss vor. Es ist hier dunkel. Ich bin im fremden Lande. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Hier gibt es viel zu entdecken. Endermänner. Alter, euch, ganz ehrlich, bei euch habe ich nun gar keinen Schiss mehr. Oder seid ihr auch wieder so eine Mutanten-Endermänner hier? Bäm. Ist ja krass, Mann. Also ist hier generell so dunkel irgendwie oder gibt es hier auch was Helleres? Wir werden es sehen. Ich will ja auf jeden Fall. Hallo? So, in die normale Welt flüchten. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge ganz entspannt. Wir haben so fetten Boots hier gemacht. Macht auf jeden Fall richtig Spaß ohne Schaden. Haben damit auch diese komische hässliche Schlange erledigen können. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Runde. Ich hoffe, damit Exterior wieder und vielleicht sogar Niklas, sind wir zu dritt. Und dann werden wir mal alles hier nochmal richtig erkunden. Wir müssen hier auch nochmal ins Nether. So, also bis dahin. Mit freundlichem Ausblick. Euer der Spielpirat. Tschüss. Entschuldigung. Ach, übrigens. PS, PS, PS. Entschuldigung dafür, dass ich gerade ein bisschen sprachloser war bei dieser blöden Schlange. Aber ich dachte schon, ich krepiere, weil ich nicht wusste, wie ich es erledigen sollte. Ciao.